Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch... Commander! Die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt, basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Ich habe zu arbeiten, Commander. Wenn Sie plauschen wollen, gehen Sie zu Ihrer Freundin Jack. Miranda, glauben Sie wirklich, dass ich mich auf Jacks Seite schlagen wollte? Wir brauchen sie und sie muss bei Laune gehalten werden. Dass Sie für Jack sind, war also nur vorgetäuscht? Jack braucht besondere Zuwendung, das wissen Sie. Mit Ihnen kann ich wenigstens vernünftig reden. Ich verstehe. Sie haben getan, was nötig war, damit sie loyal bleibt. Danke, dass Sie das aufgeklärt haben, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass es Ihnen nur um die Mission geht. Immer wenn ich glaube, ich hätte sie durchschaut... Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Thank you.
Morins war gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Was werden Sie jetzt tun, wo es Morinth nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin. Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Adat-Yakshi. Wollen Sie nicht sesshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Sie haben es trotzdem in der Hand, wohin Ihr Leben Sie führt. Ich habe diesen Pfad gewählt und bin damit im Reinen. Daran haben Sie einen beträchtlichen Anteil. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Weshalb sind Sie ein Attentäter geworden? Ich wurde gebeten, einer zu werden. Die Hana haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Hana, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Aber sie töten nicht mehr für die Hana. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung? Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann... Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Drell versinken sehr schnell in Erinnerungen. War das eines Ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit verschwendet. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Ich möchte erst darüber nachdenken, was wir bereits besprochen haben. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Haben Sie kurz Zeit? Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Ich weiß, warum wir Keijis Greybox zerstören mussten. Aber das macht es überhaupt nicht leichter. Liara Tissoni hat einen weitreichenden Ruf. Ich habe mit ihren Leuten früher schon Geschäfte gemacht. Ich habe gehört, sie beide wären früher zusammen gewesen. Es ist sicher hart, wenn man sich nach so langer Zeit wieder trifft. Commander, ich habe den Eisbrandy mit Ihnen sehr genossen und hoffe nur, dass ich nicht zu unprofessionell war. Brandy steigt mir immer direkt in den Kopf. Schön, dass Sie sich mal geöffnet haben. Na gut, dann versprechen Sie mir, dass wir jedes Jahr eine Flasche leeren. Die nächste geht auf mich.
Keine Nachrichten für Sie, Commander. Wir haben einen Geth an Bord und er ist kein Gefangener. Ist das zu glauben? Der Commander hat mehr Geth erledigt als irgendjemand sonst. Der hier muss was Besonderes sein. Commander! Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Psst, psst! Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß! Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Legion mitzuschleppen ist so, als würde man um eine Knarre im Arsch bitten. Und zwar ohne Süßholzraspeln. Es überrascht nicht, dass Morden so tut, als sei er allen anderen überlegen. Als hätte er eine Uniprofessur auf Lebenszeit. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ausrichtung, Dreif. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als Sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edi da. Eine VI an Bord zu haben, erweist sich als überaus nützlich. Der Unbekannte hat Edi für diese Mission installieren lassen. Jetzt begreife ich, warum. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Vielleicht würde ich sie nicht nur auffangen, Kelly. Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Hey Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Gut, wir treffen uns dann beim Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Zu Befehl, Commander. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, Scheiße!
verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandie retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Scheiße, scheiße, scheiße! Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandie. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld, er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht.
Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Wenn wir diese Sache ein für alle Mal beenden wollen, brauchen wir jeden Vorteil, den wir kriegen können. Wir warten. Aber nicht zu lange, Commander. Den Luxus können sich unsere Leute nicht leisten. Wenn wir draufgehen, hilft ihnen das auch nicht, Jacob. Wir werden sie retten. Genau, und die Galaxie dazu. Ganz entspannt. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn sie soweit sind, Commander. Thank you.